baseline. Grüßt euch! Heute bin ich hier mit einem Fragen- und Antwort-Special, einfach mal nur so zwischendurch. Eigentlich wollte ich das wirklich als irgendein Abonnenten-Special machen, aber irgendwie hatte ich gerade Lust drauf und ich hatte auf Facebook gefragt, ob ihr irgendwas von mir wissen wollt, aber nur bezüglich meines YouTube-Kanals oder Gaming. Private Fragen werden hier leider nicht beantwortet, das habe ich auch in dem Post ganz nach unten noch geschrieben. Allerdings haben manche Leute nicht zu Ende gelesen, also wundert euch nicht, wenn hier keine privaten Fragen beantwortet werden. Die kommen dann wirklich in irgendeinem Abo-Special oder falls das hier so bombastisch gut ankommt und ihr den Like-Button vergewaltigt, dann kommt das natürlich noch viel eher. Und dann würde ich doch sagen, fangen wir direkt mal mit der ersten Frage an. Und zwar fragt hier Ahmed: Hast du schon mal für ein Video 3 Stunden gebraucht, nur weil du die ganze Zeit eine Fehlaufnahme gemacht hast? Und dann hat er halt erlaubt, dass ich seinen Namen verwenden darf. Vielen Dank dafür. Und zwar hatte ich nicht so eine lange Fail-Aufnahme. Das waren nur manchmal, wenn Glitches halt nicht beim ersten Mal funktionieren oder man selbst versucht, Glitches zu verbessern, dann funktioniert das natürlich erst beim 10. Mal oder so, gerade wenn man selbst irgendwas testet. Und das zieht sich richtig hin. Man nimmt dann da auf, der Speicherplatz wird weggezogen. Man muss dann immer die Aufnahmen zwischendurch löschen, weil das so viele manchmal sind, die auch lange am Stück dann aufgenommen werden. Und das nimmt auf alle Fälle schon Zeit weg. Aber zum Glück musste ich noch nicht so lange sinnlos aufnehmen, also das hat sich, wenn nur, in so 2 Stunden bewegt, 3 Stunden noch nicht, aber 2 Stunden ist auch schon ziemlich lange, damit man den perfekten Glitch für euch gefunden hat. Weiter geht's dann mit Raphael. Er fragt, ob ich sonst noch GTA Online spiele, wenn mal keine Videos kommen oder Streams kommen, also ob ich es einfach so aus Hobby mache. Und natürlich spiele ich GTA sehr gerne, das ist mein Lieblingsspiel, aber manchmal wird es auch langweilig und dann werde ich auch andere Spiele spielen. Das fragt hier auch irgendjemand, ob ich auch andere Spiele außer GTA spiele. Und ja, das ist ganz klar, dass ich noch COD spiele. Also Black Ops 2 mochte ich damals nicht, aber irgendwie mag ich es jetzt immer mehr. Wir spielen dann halt immer so privat irgendwas, irgendwelche Challenges und so. Oder halt einfach Gran Turismo, wenn ich mal nur Rennspiele spielen möchte. Das sind die Spiele, die ich eigentlich am häufigsten spiele. Und dann fragt ihr auch noch, welches DLC für GTA Online mein Traum-DLC wäre. Das ist ein Tuning-DLC. Ich habe mir da kurz Gedanken drüber gemacht und direkt kam ich da auf Tuning-DLC. Irgendwelche neuen Tuning-Teile, die richtig cool hinzugefügt werden, wie diese LED-Unterbodenbeleuchtung, bei denen ja jetzt schon spekuliert wird, weil man im Trailer so einen kurzen Ausschnitt von einem Auto gesehen hat. Wenn sowas kommen würde, irgendwie mit noch cooleren neuen Autos, die sehr realistisch aussehen, wie manche Autos es ja schon teilweise aussehen, die man dann noch richtig cool auftunen kann mit noch mehr Tuning-Teilen, das wäre richtig cool, denn ich bin einfach in GTA ein Autofreak, muss man so sagen. Die nächste Frage kommt von Noah. Er fragt, was mein erstes Spiel war und auf welcher Konsole. Also, mein erstes Spiel war erstmal GTA San Andreas. Da war ich so ein kleiner Noob irgendwie. Wie alt war ich da? 7 oder 8 Jahre alt, da habe ich das Spiel gespielt. Aber das war am Computer und nur im Offline-Modus, also noch gar nicht online. Da konnte ich die älteren Leute noch gar nicht aufregen. Heutzutage regen mich ja wirklich solche kleinen, richtigen kleinen Kinder auf, die nicht normal sind. Die denken, die wären so richtig cool, wenn sie so in GTA Online rumschreien und einen immer killen müssen. Aber so einer war ich nicht. Ich habe dann erst mit ungefähr 14 oder 15 Jahren online gespielt an der PS3 und zuvor hatte ich die PS2 und da war mein erstes Spiel Gran Turismo 4. Also da war ich noch ganz lieb in diesem Alter. Und erst so ab 16, 17 ging das jetzt dann so los mit GTA und ja, GTA 5 speziell und das macht richtig Spaß. So, und zur nächsten Frage kommen wir jetzt auch schon. Da fragt Marcel, welches Trophäenlevel ich bin. Da hat er wohl genau aufgepasst. Ich habe irgendwann wirklich mal erwähnt, dass ich so ein Trophäenjäger bin, so richtig nach Trophäen gegeiert habe. Da habe ich wirklich vor 3 Jahren oder so, da war ich 14. Ja, ich bin 17 Jahre alt, jetzt habe ich es indirekt beantwortet. Das haben auch viele gefragt. Also, ihr könnt euch freuen, also das wollte ich gar nicht so. Ja, jetzt habe ich es jedenfalls beantwortet. Jedenfalls habe ich da so komische Kinderspiele gespielt, wie oben, zum Beispiel zum Film halt. Und das habe ich so durchgesucht. An einem Abend hatte ich dann schon die Platin-Trophäe nach nur 4 Stunden und das waren so die Kinderspiele mit so Trophäenleitfäden, habe ich mir im Internet angeguckt, wie ich dann so ganz leicht Platin bekommen kann, um ein Trophäenlevel zu steigern. Und letzten Endes bin ich Trophäenlevel 13 oder 14 bei meinem ersten Account, der hat aber so einen richtigen Drecksnamen und mit dem habe ich richtig lange nicht mehr gespielt, so dass er jetzt auch schon blockiert ist. Man muss also nochmal neu das Kennwort eingeben, damit man sich wieder mit dem Account anmelden kann, weil er zu lange inaktiv war, zu lange nicht online war, aber ich weiß das Passwort nicht mehr, also kann ich mit dem nie mehr spielen und das ganze Trophäengegeier war richtig sinnlos. Und als nächstes fragt Hans-Peter Klaus,
ob ich schon mal nachgedacht habe, einen zweiten YouTube-Account zu machen. Und ja, das habe ich. Ich habe sogar einen zweiten Account. Das ist mein Call of Duty-Kanal, bei dem manchmal so Call of Duty-Videos kommen, wenn ich so richtig Lust habe. Und ja, da geht es auch mehr um den Spaß. Und noch habe ich einen dritten Kanal, der ist auch über GTA. Und zwar sind das GTA-Musikvideos. Da nehme ich einfach irgendwelche Texte von irgendwelchen bekannten Liedern, nur ein paar kurze Ausschnitte und reihe dann da die so hintereinander mit GTA-Momenten, die richtig zum Lied passen. Und das macht dann auch richtig Spaß, dazu zu gucken, weil das sehr lustige Videos sind und sehr unterhaltsam sind. Und bei beiden Kanälen muss man aber sagen, muss ich etwas aktiver noch werden. Aber ich kann sie euch ja, falls ihr Interesse habt, einfach mal ganz oben verlinkt, dann könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Und als nächstes fragt David, wie mein neues Outro-Lied heißt. Das nennt sich einfach Rock in Melbourne von Teddy Cream. Ich werde euch dieses Lied aber nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken, dass ihr nicht lange rumsuchen müsst und vielleicht sogar noch ein falsches Lied findet. Das wollen wir nämlich alle nicht. Und dazu kann ich gleich mal die Gelegenheit nutzen und mein Intro-Lied nennen. Das fragen immer wieder richtig viele Leute, obwohl ich immer wieder beantworte, scheint das kein Ende zu nehmen. Deshalb beantworte ich es jetzt hier. Das heißt einfach Stray Light. Und ich werde euch dieses Lied auch nochmal verlinken, denn das ist etwas unbekannter und nicht, dass ihr da auch zu einem falschen Lied kommt. Und dann fragt ihr auch noch, wie viel Zeit ich pro Tag in YouTube investiere. Und in der Woche, muss ich sagen, habe ich jetzt in letzter Zeit gar nicht wirklich viel Zeit gehabt. Ich habe sehr lange Schule. Ich mache ja jetzt mein Abitur. Und deshalb müsst ihr dafür etwas Verständnis haben, dass da möglicherweise nur jeden zweiten Tag ein Video kommen kann. Da habe ich nämlich nicht wirklich die Zeit der Welt, die ich am Wochenende habe. Und da investiere ich dann gerne 3 bis 5 Stunden schon mal. Und sonst auch die Zeit, wenn man wartet oder so, gucke ich im Internet und informiere mich, was es Neues über GTA gibt oder speziell über GTA-Glitches. Also das sieht insgesamt auch schon ziemlich viel Zeit in der Woche weg und am Wochenende noch viel mehr. Ja, und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu interessanteren Fragen für euch, für die Mehrheit jedenfalls. Denn Bernd fragt, wie lange ich meinen YouTube-Kanal schon habe und ob mir YouTube Spaß macht. Erstmal, YouTube macht mir richtig viel Spaß, sonst würde ich das gar nicht machen. Und es ist einfach unglaublich zu sehen, wie vielen Leuten meine Videos gefallen. Und dadurch motiviert es einen noch viel mehr und YouTube macht dadurch noch viel mehr Spaß, gerade durch dieses aktive Zuschauerverhalten, was ihr ja bei mir irgendwie richtig doll habt. Und das ist richtig geil, ihr wisst gar nicht, wie doll das motiviert. Und dadurch macht YouTube so viel mehr Spaß, als wenn da irgendwie nur so 100, das hört sich jetzt abgehoben an, nur so 100 Likes. Aber ich habe so viel mehr im Durchschnitt, deshalb sage ich nur so. Also ihr müsst das verstehen, bei mir ist es jetzt schon so, dass man immer um die 500 Likes hat. Und das ist so, ich weiß nicht, da fehlen mir die Worte, das ist einfach so geil. Das ist nicht selbstverständlich, wenn ich bei anderen GTA-Kanälen gucke, wie wenig Likes die haben. Und bei mir ist es so, wahrscheinlich, weil ich es etwas lustiger gestalte oder so, wie es immer ganz viele schreiben, bekomme ich dadurch noch ein paar mehr Likes und das finde ich richtig cool und das motiviert mich auch immer weiter, noch mit guter Laune Videos zu produzieren. Und dann kommen wir jetzt zum ersten Teil der Frage, wie lange ich YouTube mache, und das sind jetzt 4,5 Monate ungefähr. Und ja, mein Kanal ist ziemlich jung, darauf werde ich auch immer oft angesprochen, dass es ziemlich unmöglich ist, wie man so groß werden kann. Ich weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe, auf jeden Fall vielen Dank. Aber erst einmal, warum ich mit YouTube angefangen habe, wann haben wir jetzt schon geklärt? Warum? Das hat einen ganz einfachen Grund und damit rechnet von euch wahrscheinlich überhaupt keiner. Und zwar war ich damals Modder. Das ist auch der Grund, warum ich Germany's Finest Modder auf YouTube noch heiße. Und zwar war jeder Modder damals so ziemlich abgehoben. Jeder meinte, dass er irgendwie der Beste ist, der die meisten Unlock Alls verkauft ist und der die besten Mod-Minis hat und so. Und ich war damals ziemlich neu noch als Modder und ich hatte aber immer mehr Kunden bekommen. Und deshalb habe ich auch schon manche, die da schon länger und größer waren in dieser Szene, überholt mit den Verdienst wahrscheinlich auch. Denn viele waren da ziemlich angepisst irgendwie. Die waren da richtig aggressiv immer zu mir und haben meine Videos immer richtig gehatet auf meinem anderen Kanal. Und dieses Feines kommt dann halt davon, dass man halt irgendwie gegenseitig sich so ein bisschen runter machen wollte. Und da meinte ich halt, dass ich der beste Modder bin und Germany's einfach nur, weil ich aus Germany komme, also aus Deutschland komme. Deshalb ist mein Name so, wie er jetzt da heute noch steht. Und warum ich den Kanal aufgemacht habe, ist ganz einfach. Damals wollte ich eigentlich gar keinen machen. Damals meinten dann bloß die ganzen Kunden, ob ich einen Kanal habe. Die wollten ihn einfach freiwillig schon abonnieren. Und dann meinten die, dass ich mir unbedingt einen Kanal aufmachen muss als Modder. Denn dann kann man die ganzen Mods und so präsentieren. All das, was man machen kann. Man kann die Unlock Alls vorstellen und so. So vielleicht mehr Kunden gewinnen oder auch lustige Hacks einfach vorstellen. Damit man irgendwelche Leute einfach so begeistern kann. Denn jeder, der Unlock Alls verkauft, hatte zu dieser Zeit einen YouTube-Kanal, ob er
kleiner oder größer war und ich hatte sowas halt noch nicht. Und dann meint die, dass ich das unbedingt machen soll, dann habe ich das einfach mal gemacht und dann hatte der Kanal auch schon Erfolg, aber dann habe ich ihn gelöscht, weil ich nichts mehr mit Hacks oder Mods speziell am Hut haben wollte und habe dann völlig neu mit GTA-Glitches angefangen, aber der Name blieb erhalten. Ich hoffe, ich konnte deine Frage gut beantworten mit dieser langen Antwort. Aber jetzt kommen wir auch leider schon zur letzten Frage hin. Ich sehe schon, über 11 Minuten nehmen wir auf. Also, hier fragt wieder ein Ahmed, was ich mir bis 2015 erhoffe, also welche Abonnentenzahl ich meiner Meinung nach erreichen könnte bis dahin. Mir würde es reichen, wenn wir einfach 25.000 Abonnenten haben, da ist die 2 und 5 vorne und hinten und dann könnte man ein perfektes Special machen fürs neue Jahr auch direkt, würde einfach passen. Und wenn es mehr wären, ist es auch nicht schlimm, aber weniger schon. Deshalb müsst ihr jetzt dieses Video, falls ihr überhaupt so lange geschaut habt, dann seid ihr eh ziemlich treue Abonnenten, das muss man einfach mal so sagen, wenn ihr euch so ein langes Video einfach mal gönnt auf Trocken vom Erdemann, der eh viel zu verrückt ist, müsst ihr unbedingt dieses Video liken, den Like-Button vergewaltigen, sodass wir 25.000 Abonnenten bis Ende des Jahres noch schaffen. Dann bleibt nur noch kurz zu sagen, falls eure Frage jetzt nicht dabei war in diesem Video, seid nicht traurig, ich habe noch eine Menge Screenshots von guter Fragen, die dann in weiteren Ausgaben noch folgen könnten. Oder falls ihr selbst noch neue Fragen habt, die hier noch nicht erwähnt worden sind, dann müsst ihr einfach mal auf meine Facebook-Seite vorbeischauen, die ist dieses Mal auch ganz oben ausnahmsweise verlinkt und da könnt ihr mir dann auch Fragen stellen, die dann vielleicht sogar ins nächste Video kommen oder in ein Special halt, wenn es noch privatere Fragen sind. Und dann hoffe ich, wenn es euch gefallen hat, dass ihr wirklich den Like-Button jetzt vergewaltigt, spätestens jetzt. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Ja! This is how we rock in Melbourne.